Howdy, diddle, doodle, die. Ich bin's mal wieder, euer Professor, mit einer ganz neuen Folge vom Experiment. Da hat sich nämlich einiges getan. Für alle, die erst jetzt frisch dazugeschaltet haben, ich habe mit Beginn von Covid ein YouTube-Experiment gestartet und gemeinsam mit der Community, also euch, einen neuen Varieté-Act auf die Beine gestellt. Dabei durftet ihr in den Kommentaren immer wieder abstimmen, welche Technik euch am besten gefällt, welchen Tisch ich verwenden soll, ihr habt mir Musikvorschläge geschickt und wirklich hunderte von kreativen Ideen. An dieser Stelle sage ich schon mal Danke. Ihr habt mich sehr inspiriert. So. Nachdem ihr den Entstehungsprozess und den Aufwand eines solchen Acts in den ganzen letzten Folgen mitbekommen habt, nehme ich euch von nun an nur noch mit, wenn es wirklich größere Veränderungen gibt. Und was soll ich sagen? Die gibt es. Viel habt ihr vom Act ja noch nicht gesehen. Klar, ich habe euch immer wieder mal einen kleinen Einblick gewährt, aber die eigentliche Stimmung, den Act und viele Effekte, kennt ihr noch gar nicht. Nun, das lag natürlich nicht nur daran, dass ich den Act noch ein wenig geheim halten wollte, wegen den Meisterschaften und so, sondern auch daran, dass es noch keine Aufnahme gibt, die mich zufriedengestellt hat. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich das bald ändern könnte. Und wisst ihr noch, in der letzten Experimentfolge war ich auf dem Magic Dream Festival in der Schweiz und habe dort einen 5. Platz mit dem Act gewonnen. Das war schon ganz nett, aber ich wusste, dass der Act noch nicht fertig war. Also habe ich mir das dort aufgenommene Video immer noch 50 Mal mehr angeschaut und mich selbst analysiert. Außerdem habe ich das Video an viele professionelle Kollegen und Freunde geschickt. An bestimmt 20 verschiedene Zauberer, aber auch Tänzer, Jongleure, Schauspieler und Handwerker. Jedes Feedback wurde von mir aufgeschrieben und ich habe mir genaue Gedanken zu jedem einzelnen Punkt gemacht. Ich kann euch ja mal ein paar Punkte vorlesen. Mir wurde ein fokussiertes Licht vorgeschlagen, weil ich ja hauptsächlich auf derselben Stelle stehe. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich immer sehr viel pose. Das war mir gar nicht so bewusst. Wurde jetzt aber von mir korrigiert. Was immer wieder von allen Seiten genannt wurde, ist folgender Punkt. Der Act habe eine tolle Stimmung und Musik, aber sei auch sehr tragend und langsam und somit irgendwann monoton. Was gefehlt hat, war wohl ein Tempowechsel. In der Regel macht man das meist so, dass man mit einem schnellen Lied beginnt, dann folgt ein langsames, gefolgt von einem Höhepunkt. Dadurch macht die Energie und die Stimmung des Acts so eine Kurve. Man nennt das auch Dynamik. Das ist total wichtig. Oder man findet ein Lied, das einen stetigen Anstieg hat. Das geht auch. Oder man fängt ruhig an, wird im Mittelteil schnell, um am Ende wieder ruhig zu enden. Das geht auch. Aber man braucht auf jeden Fall eine Dynamik. Und die hatte ich nicht. Außerdem wurde mir mehrmals gesagt, dass die Musik zu episch oder dramatisch sei. Die Musik war also zu groß, zu gewaltig für die kleinen Effekte. Mir wurde auch gesagt, dass zu viel Zeit verging zwischen den einzelnen Effekten. Es ist also sehr lange nichts passiert, obwohl ich mit allen möglichen Pfeifen, Fiolen und Elixieren herumgewurschtelt habe. Und das hat den Act dann etwas unübersichtlich gemacht. Da waren noch ganz viele andere Punkte, aber ich will das Video heute noch zum Abschluss bringen. Unterm Strich, ich brauchte ein anderes Tempo. Mehr Dynamik. Eine neue Musik. Uff. Das würde aber alles verändern. Die Musik müsste erstmal gefunden werden, dann geschnitten und darauf geprobt. Außerdem musste ich den Act noch straffen oder kürzen. Das bedeutet, ich musste einige Effekte kicken. Aber welchen? Und all das innerhalb von 2,5 Monaten. Also gut,
ran an die Arbeit. Ich erspare euch jetzt hier mal den Arbeitsprozess, weil sich dieser letztendlich nur wiederholt. Suchen, basteln, trainieren, scheitern und wieder von vorne. Jeden einzelnen Tag. Und wie es der Zufall so will, bin ich plötzlich auf ein Lied gestoßen, das mir schon immer gut gefallen hatte. Und ich verwende es sogar bereits schon in einem meiner Kurse. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Also habe ich es ausprobiert und mir war schon nach wenigen Sekunden klar, das ist es. Falls ihr wissen wollt, welches Lied ich meine, dann klickt hier drauf. Okay, ein Lied haben wir jetzt also. Jetzt brauche ich nur noch ein Lied für den zweiten Teil und das kam mir nur wenige Tage später ebenfalls zugeflogen. Ich verlinke euch das ebenfalls hier oben. Dann könnt ihr mal reinschnuppern. Robert Koch hat viele tolle Lieder komponiert, lasst da also auch mal ein Abo da. Aber damit war es noch nicht getan, denn auch das Intro sollte verändert werden. Ihr erinnert euch an das gesprochene Intro mit der tollen Stimme meines lieben Kollegen Sven Heubes? Das hat irgendwie nicht mehr gepasst und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich zum Punkt gekommen bin. Über eine Minute, bis der erste Effekt passiert ist. Auch das musste geändert werden. Und da kam mir eine Idee. Wie genau diese aussieht, erfahrt ihr am Ende des Videos. So, das war's erstmal nur zum Thema Musik. Jetzt mussten die Effekte neu auf die Musik angepasst werden. Und ihr wisst genau, wie viel Arbeit das ist. Ich erspare euch hier die Einzelheiten, aber es hat sich so angefühlt, als würde ich den kompletten Act verwerfen und erneut von vorne beginnen. Apropos Beginn. Ich hatte für den Beginn des Acts schon seit einer ganzen Weile einen bestimmten Effekt im Kopf, an dem ich, seit ich bei Dinner for Fun damit war, gearbeitet habe. Ich hatte damals mit den Artisten der Show darüber gebrainstormt, mit Nils Bennett, dem Trickerfinder schlechthin. Und schlussendlich bot mir Topaz eine gute Lösung. Ich wollte nämlich, dass sich der Teppich am Ende nicht nur zusammenknüllt, sondern dass er sich am Anfang auch von alleine ausrollt. Und das habe ich nun hinbekommen. Außerdem habe ich mein Markenzeichen, die erscheinende Pfeife, aus dem Act gestrichen. Jetzt fragen sich vielleicht einige, was? Aber warum? Nun, wie gesagt, ich musste mehr Klarheit in den Act bringen. Und da es nun mal um die Elixiere geht und nicht um die Pfeife, war klar, dass die Pfeife raus muss. Und dadurch hatte ich auch sehr viel weniger Zeugs auf dem Tisch stehen und somit wieder mehr Fokus auf die Elixiere. Und das war gut. Das wollte ich. Das heißt ja nicht umsonst. Kill your favorites. Dabei ist der Makatendo-Rolldown, welchen ich so hart trainiert hatte, übrigens auch aus dem Act geflogen. Aber das Training war auf keinen Fall umsonst, denn die Fähigkeit bleibt mir. Der Weg ist das Ziel. Jedenfalls hat immer noch Tempo in dem Act gefehlt und der Rolldown funktioniert für Laien auch nicht wirklich so gut. Also zumindest nicht bei mir. Ihr könnt ja eure eigenen Erfahrungen machen, aber ich glaube, dass die normalen Zuschauer das gar nicht so toll finden. Das ist eher so ein Zauberer-Ding. Was mache ich jetzt also stattdessen? Eine normale Backpalm. Das kommt super an und bringt Tempo in den Act. Und ich zeige etwas, das ich bereits beherrsche. Ich kann mich also entspannen und mehr auf die Präsentation konzentrieren. Weniger ist mehr. Mittlerweile bin ich bei der vierten Version des Acts angekommen. Und nur durch das stetige Spielen dieser Darbietung konnte ich die Erfahrung sammeln, um den Act den nötigen Feinschliff zu geben. Und jetzt spiele ich die neueste Version von November bis Dezember im Varieté Monti in der wunderschönen Schweiz. Dort werde ich den Act so richtig rundschleifen und wer weiß, vielleicht nehme ich dort sogar das ganz am Anfang versprochene Video und einen Trailer auf, den ich für euch zur Unterhaltung dann hier auf meinem Kanal hochladen werde. Ach, und das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Wie ganz am Anfang der Experimentreihe versprochen, wollte ich mit euch ja zu den Meisterschaften der Zauberkunst gehen. Nun, wir haben mit dem Magic Dream Festival in der Schweiz begonnen. Und jetzt
war ich auch bei den Meisterschaften in Österreich. Und dort habe ich mit der neuen Version doch tatsächlich den ersten Preis gewonnen. Und um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, zusätzlich den Publikumsspezialpreis. Ich freue mich riesig, dass die harte Arbeit nun endlich Früchte trägt. Aber am meisten freue ich mich über den Weg, die ganze Erfahrung, welche ich machen und mit euch teilen darf. Und wenn es passt, werde ich nächstes Jahr auch noch zu den Vorentscheidungen der Deutschen Meisterschaft gehen. Und mal schauen, vielleicht gehe ich ja sogar noch zu anderen Meisterschaften, zum Beispiel Holland, Frankreich, Italien und so weiter. Und vielleicht, aber nur ganz vielleicht, sogar zu FISM. Ach so, für alle, die nicht wissen, was die FISM ist, das ist die Weltmeisterschaft der Zauberkunst. Ja, und bevor ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt des Acts bei den österreichischen Meisterschaften zeige, über die es übrigens noch ein extra Vlog geben wird, möchte ich mich noch bei einigen Leuten bedanken. Nicht nur um Danke zu sagen, sondern auch um euch zu zeigen, wie viele kreative Köpfe hinter so einem Act stehen. Ich teile diese Preise mit euch. Ohne euch wäre das Experiment nicht das, was es heute ist. Also, danke an Eugenio, der alle meine wunderschönen Kostüme schneidert. Nils Bossmann, meinem ältesten Freund, für diese wunderschöne Brosche. Nils Bennett für sein erfinderisches Fachwissen, dem gesamten Team von Dinner for Fun für die ersten Erfahrungen. Marc Weide, mit dem man immer gut arbeiten und fachsimpeln kann. Pranay Werner, dessen freundschaftliche Meinung immer willkommen ist. Alain Simonov, der mir zu manchen Effekten im Experiment die Augen geöffnet hat. Alexander Lehmann dafür, dass ich ihm immer etwas schicken kann und ein gutes Feedback zurückbekomme. Genauso an Cody Stone, mit dem ich in letzter Zeit sehr intensive Brainstorming-Runden verbracht habe. Topaz für die Umsetzung des sich öffnenden Teppichs und seine unglaublich fröhliche Art. Vasili Urbach, Olga Kostarina und Jonas Ahlich für ihren tänzerischen Einfluss. Winston Fuenmayor für sein extrem hartes Feedback und seine total andere Art zu denken. Sven Heubes für seine Stimme. Sebastian Konopix für das Deck of Creations. Keine Sorge, ich bin gleich fertig. Sebastian Nikolas, der so viel mit mir an dem Act gearbeitet hat wie kein zweiter. Erik Meiser für seine tollen Ideen und den Effekt Karte zu Sand. Alexander Straub, na, du weißt wofür, für deine Hilfe bei der Meisterschaft und die tolle Aufnahme. Aber der größte Dank gebührt euch da draußen, der Community. Ich muss nicht aufzählen, was ihr alles für mich getan habt. Einfach nur danke. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit einem kleinen Ausschnitt der neuesten Version des Experiments. Ich sag schon mal tschüss. Wir sehen uns in live oder digital. Euer Professor.